Klaus, ich habe mir gerade überlegt, es gibt keinen Grund, warum wir beide zu Josh Laytons Witwe gehen sollten. Hör zu, Bruderherz. Du bildest dir doch nicht etwa ein, mich mit dieser alten Witwe ganz allein zu lassen. Aber ich kann dir ganz bestimmt nicht helfen. Ja, aber vielleicht hilfst du mir. Du gehst und jetzt Schluss. Weshalb? Deshalb. Mr. Layton war einer von Pas besten Freunden und deshalb müssen wir sehen, ob wir ihr nicht helfen können. Außerdem hat Pa mich beauftragt, hier auf dich aufzupassen. Pa hat gesagt, du sollst auf mich aufpassen? Was hast du denn vor? Ich will verhindern, dass du bis zurück zur Ponderosa von einem Ehemann verfolgt wirst mit einer Schrotflinte in der Hand. Und wenn ich dich so sehe, wird genau das passieren. Ach, Ross, was soll das? So, du bildest dir doch nicht etwa ein, ich hätte dich nicht flirten sehen. Unten in der Halle mit der jungen Frau. Du gehst mit mir und aus, Basta! Hey, Joe! Ladies, Sie können da jetzt nicht rein! Oh, und meine Damen, noch nicht. Einen Moment. Schön einseifen, Horst. Der Portier bringt dir dann deine Wäsche. Ich sag ihm Bescheid, wenn ich gehe. Und meine Damen, Ladies, ich danke Ihnen vielmals für Ihr Verständnis. Warten Sie einen Augenblick hier. Er ist gleich fertig. Joe! Ich nehme dich auseinander! Ach, verdammt! Ich kann keine Rechnungen bezahlen. Lassen Sie mich in Ruhe! Ma'am, ich komme nicht wegen der Rechnungen. Ich bin hier, um Mrs. Layton zu helfen. Wer sind Sie? Horst Cartwright. Cartwright? Ma'am, was haben Sie denn? Kann ich irgendwas holen? Ein Glas Wasser? Nur mein Riechsalz. Es ist da drin. Sie bestimmt nicht so aus der Fassung bringen. Oh, verzeihen Sie. Ich bin so gerührt, dass Sie meinetwegen hergekommen sind. Sie sind Mrs. Layton? Ja. Haben Sie vielleicht ein Taschentuch? Warum sehen Sie mich denn so an? Oh, entschuldigen Sie, Ma'am. Ich wollte Sie nicht anstarren. Ich habe Sie mir anders vorgestellt. Na ja, vollkommen anders. Noch vor ein paar Minuten war ich fast tot. Machen Sie sich keine Sorgen mehr. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Es ist kein Wunder, dass Sie deprimiert sind in so einem ausgeräumten Haus. Da kriegt ja jeder eine Gänsehaut. Ich musste die Einrichtung verkaufen. Was soll's? Das ist jetzt alles Schnee von gestern. So, jetzt machen Sie sich fein. Fein? Klar, ich gehe doch nicht allein zum Essen. Deshalb müssen Sie mir ein gutes Lokal zeigen. Ich kenne mich doch nicht aus in Sacramento. Na, also? Ach.
Fred. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich es mich macht, dass Sie mich heute Abend ausführen. So eine hübsche Frau wie Sie sollte an nichts anderes denken müssen, als zu leben, jede Minute, jeden Tag. Und morgen werde ich mir erstmal Ihren Anwalt vorknöpfen, warum das mit dem Testament so lange dauert. Oh, es ist sicher nicht seine Schuld. Josh hatte viele Gläubiger, die jetzt alle wegen des Nachlasses klagen wollen. Das ist es, was zu viel Zeit kostet. Mr. Cartwright, können Sie bitte einen Augenblick reinkommen? Ich kann nämlich das Kleid hinten nicht allein zumachen. Würden Sie? Ich habe zwar in solchen Sachen keine Übung, aber ich tue, was ich kann. Schon lange habe ich keine so kräftige Stimme mehr gehört. Ihr Cartwright seid großartig. Ja, das ist das richtige Wort für euch. Ach, Ma'am, an uns ist doch nichts Besonderes. Wir sind vermutlich der raubeinigste Haufen, der Ihnen je über den Weg gelaufen ist. Da können Sie jeden in Virginia City fragen. Und was würden die sagen? Naja, die würden sagen, also dieser Horst Cartwright ist der gemeinste, verfressenste Mann diesseits von St. Joe. Und er wird noch gemeiner, wenn er Hunger hat. Aber Mr. Cartwright, was haben Sie denn? Ich weiß nicht, Ma'am. Vielleicht ist es Ihr Parfum. Oh, ich habe gehofft, Sie mögen es. Ja, doch sehr. Habe ich mich dumm angestellt. Es ging doch sehr gut. Oder war es so schwierig? Och, Ma'am. Och, Sie armer Mann, Sie müssen ja am Verhungern sein. Also wollen wir gehen? Guten Abend, Mrs. Layton. Wie schön, Sie wiederzusehen. Danke. Es tut gut, mal wieder unter Menschen zu sein. Ihren Lieblingstisch im Spielzimmer? Das neue Roulette-Rad ist eingetroffen. Oh, tatsächlich? Das muss ich sehen. Fühlen Sie sich wieder nicht wohl? Oh, doch. Nein, es ist nichts. Jean? Es war sehr nett von Ihnen, mir den Tisch geben zu wollen, den ich das letzte Mal hatte, aber vielleicht haben Sie heute einen etwas intimeren? Aber natürlich, Madame, gleich hier. Unser bester Jahrgang 1854. Diesen Champagner importieren wir direkt aus Frankreich, Monsieur. Ich bin sicher, dass Sie damit zufrieden sind. Mrs. Layton schätzt ihn auch sehr. Ist ausgezeichnet. Wenn Sie das sagen. Was haben Sie? Nichts. Ma'am, ich bin nur ein Cowboy. Ich passe in ein Lokal wie das hier nicht sehr gut. Ach, das tut mir leid. Ich möchte doch nicht, dass Sie unglücklich sind. Oh nein, Ma'am, das bin ich nicht. Es muss lange dauern, bis ein Mann unglücklich ist. In Ihrer Nähe. Probieren Sie ihn. Sehr gut. Ma'am, ich trinke darauf, dass Sie ein bisschen mehr Glück haben als in den vergangenen Monaten. Danke, Mr. Cartwright. Ich weiß, dass ich es haben werde. Dieser Champagner bringt mich zum Niesen. Er steigt schnell in die Nase. Denken Sie, Sie können mir wieder ausweichen?
Ich wollte Sie heute Nachmittag sprechen. Ich war beschäftigt, Mr. Hammond. Ich wette, das waren Sie, aber ich lasse mich nicht länger hinhalten. Ich will den Ring... Au, lassen Sie mich los! Erst, wenn ich den Ring habe. Jetzt ist es aber genug, Mister! Wie Sie wollen! Wir machen das schon! Was ist nur los mit diesem Mann? Ma'am, Sie sind eine Lady. Und eine Lady beschäftigt sich nicht mit einem Betrunkenen. Er war ein Freund meines Mannes, aber seit Joshs Tod macht er mir Ärger. Seitdem hat er die verrückte Idee, dass dieser Ring, den ich geerbt habe, ihm gehört. Ma'am, denken Sie bitte nicht mehr daran. Mr. Cartwright, bringen Sie mich bitte nach Haus. Alle Leute sehen hierher. Ja. Ich schätze, ich habe alles falsch gemacht, oder? Es war nicht Ihre Schuld. Er schlug Sie zuerst. Das macht nichts. Ich benehme mich wie der letzte Ochse. Mr. Cartwright, wir sollten jetzt unser Zusammensein genießen. Und machen Sie sich keine Gedanken über Ihre Manieren. Sie sind für mich eingetreten, meine Ehre. Sie können sich nicht vorstellen, was ich empfinde, seit ich weiß, dass sich jemand um mich sorgt. Sie sind nicht nur ein Gentleman, Mr. Cartwright, Sie sind ganz wundervoll. Und jetzt feiern wir. Ich hätte nicht gedacht, dass es so spät ist, Ma'am. All das gute Essen, der Champagner. Ich sollte mich entschuldigen, dass es so spät geworden ist. Aber ich bitte Sie, Mr. Cartwright. Können wir nicht noch ein bisschen so sitzen, nur ein paar Minuten noch? Ja, Ma'am. Wenn Sie wollen. Denken Sie, es war falsch? Was denn, Ma'am? Dass ich heute Abend mit Ihnen so glücklich war. Und weil ich für einen Moment alles vergessen konnte. Aber muss ich verkümmern? Oder vielleicht auch sterben? Nur weil mein Mann tot ist? Nein, Ma'am, nein. Das hat er bestimmt nicht gewollt. Mr. Cartwright, ich kann nicht mehr zurück in dieses leere Haus. Es ist wie ein Grab. Aber ich lebe noch. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht dorthin zurück. Ma'am, versuchen Sie es wenigstens noch für diese eine Nacht. Mir wird schon was einfallen, um Sie dort rauszuholen. Wie wollen Sie das machen? Mir fällt schon was ein, ich verspreche es. Na, wie war dein Abend, Little Joe? Bist du es, Hoss? Ich fragte, war es schön, dein Abend? Nein. Ich bin ziemlich schnell wieder zurückgekommen. Ich wäre besser mit dir zu dieser Witwe gegangen. Tja. Es war nicht nötig. Ich hab dich nicht gebraucht. Ist was nicht in Ordnung? Doch, doch. Es könnte mir gar nicht besser gehen. So? Du reagierst so komisch. Was hast du gemacht? Mit Mrs. Layton soupiert. Wie ist sie denn? Nicht so, wie wir dachten. Oh. Schlimmer, was? Nein, nein, nein. Sie ist ganz anders. Hast du was getrunken? Ja, ein Schluck Champagner. Champagner? 1854 war ein gutes Jahr.
1854 war ein gutes Jahr für was? Hey, Joe, hast du im Bett deine Stiefel an? Was ist los? War es denn nicht schön? Oh ja, ein toller Abend. Bis die Dame abgehauen ist und meinen Geldbeutel mitnahm. Das tut mir leid. Es tut dir leid? Sag mal, wieso bist du denn so nachsichtig? Ich dachte, du verprügelst mich, wenn du zurückkommst. Verprügeln? Wieso denn verprügeln? Ich bin nicht wütend. Tja. Little Joe, sie ist eine richtige Lady. Joe, ich habe einen Entschluss gefasst. Ich weiß, was wir machen. Wir nehmen Mrs. Layton auf die Ponderosa mit. Ach, Hoss, komm schon. Ich kenne ja dein weiches Herz. Ich bin bereit, ihr hier zu helfen, nicht aber sie auf die Ponderosa mitzunehmen. Joe, ich kann sie nicht hier lassen. Aber wir können sie auch nicht mitnehmen. Denk doch mal drüber nach. Wir haben eine lange Reise vor uns. Zuerst 2 Tage mit der Kutsche, nur bis zu den Bergen. Und dann müssen wir mit Pferden weiter. Noch einen Tag, bis zum Pass. Ist das vielleicht eine Reise für eine alte Dame? Ich habe den Eindruck, sie wird sie spielend überstehen. Aber das sehe ich anders. Wirklich, die verrückteste Idee, die du je hattest. Triff keine Entscheidung, bis du sie nicht kennst. Wir werden morgen Mittag mit ihr essen gehen. Ich habe reservieren lassen beim Garçon. Also, wo ist sie? Sie kommt schon. Wird noch ein paar Einkäufe machen. Prachtvolle Imbissbude, was? Ja, nicht übel. Ganz im Gegenteil. Was meinst du, Joe? Die junge Frau da an der Tür. So etwas sieht man doch nicht alle Tage. Hey, Hoss, leih mir mal $20. Besser noch gleich 50. Was? Naja, sonst kann ich ihr doch nicht imponieren. Komm schon. Sie lacht mich an. Gib mir das Geld. Oh, hallo. Hallo. Guten Tag. Joe, bevor du wegrennst, möchte ich dich gern Mrs. Layton vorstellen. Ma'am, das ist Joe Cartwright. Schön, Sie zu sehen. Die Freude ist meinerseits, Ma'am. Bisher noch nie so ein Land gesehen, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Sonst würde sie wohl kaum mit so viel Gepäck reisen. Für ihre finanzielle Situation hat sie eine Menge Kleider. Und noch mehr Ringe an ihren Fingern. Die Lady braucht Kleider, Joe. Im Übrigen kannst du nicht erwarten, dass sie alles verkauft, was sie hat. Oh, wenn ich Hunger hätte, täte ich's. Mr. Cartwright. Ist es Ihnen recht, wenn ich mal zum See rübergehe? Oh, gehen Sie, Ma'am. Aber seien Sie vorsichtig. Nachts ist es hier sehr gefährlich. Keine Sorge, ich passe schon auf. Ich kümmere mich jetzt um das Abendessen. Warum gehst du nicht auch an den See? Das Essen ist bald fertig, Mrs. Layton. Oh, ist die Ponderosa auch so schön? Ma'am, das ist die Ponderosa. Wirklich? Sicher, wir reiten schon die letzten paar Tage durch, seit wir aus der Kutsche ausgestiegen sind. Oh, das ist nicht zu glauben, dass dies hier alles jemandem gehört. Oh, Ma'am, von gehören kann nicht die Rede sein. Sehen Sie, die Ponderosa erhebt so viel Anspruch an uns, wie wir an Sie. Es ist mehr eine Partnerschaft. Wir sind einander irgendwie verpflichtet. Was ich meine ist, dass man keinen Baum fällen darf, wenn dafür kein anderer nachwächst. Hol keinen Becher Wasser aus dem See,
wenn das Wasser dadurch auch nur ein bisschen zurückgeht. Die Ponderosa hat sehr viel zu geben. Doch wie Pa sagt, wir dürfen nie etwas nehmen, wovon nicht genug da ist. Mein ganzes Leben lang hatte ich nie von etwas genug. Mein Vater war ein Trinker und wir waren völlig mittellos. Als ich Josh heiratete, dachte ich, das hätte ich hinter mir. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich anfing. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man genug hat. Aber eines weiß ich genau. Was denn, Mann? Wenn jemand genug haben könnte, wären es die Cartwrights. Ihr seid Könige und die Ponderosa ist euer Weltreich. Welche Chance hat eine Bürgerliche, eine Cartwright zu werden? Es ist nicht so schwierig, wie Sie denken, zu den Cartwrights zu gehören. Auch für jemanden wie mich? Besonders für jemanden wie Sie. Warum küssen Sie mich dann nicht? Ma'am, ich fürchte, wenn ich Sie anrühre, könnte es passieren, dass ich Sie zerbreche wie eine schöne Glasfigur. Finden wir doch heraus, ob ich zerbreche. Was ist passiert? Joe, Helen und ich, wir haben uns verlobt. Sie will mich heiraten, mich, Hoss Cartwright. Du fantasierst. Ganz und gar nicht. Wir beide werden heiraten. herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere euch beiden. Ich bin neugierig, was Pa für ein Gesicht machen wird. Ist das nicht wundervoll, Pa? Ja, das ist es. Sag mir, erzähl mir, wie es dazu kam. Es ist so plötzlich. Hoss. Ich wäre gern mit deinem Vater einen Moment allein. Komm schon, Hoss, gehen wir. Ich hol deine Sachen. Sie sind nicht damit einverstanden, Mr. Cartwright. Mrs. Layton, ich habe überhaupt nichts gesagt. Es war mir schon immer klar, Sie sind ein ganz besonderer Mensch. Ich fürchte, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Was erwarten Sie von mir? Trauer vorzutäuschen über den Tod meines Mannes? Mrs. Layton, ich erwarte von Ihnen wirklich gar nichts. Es geht nur darum, dass... Und ich hatte angenommen, dass wir offen miteinander sprechen könnten. Offen? Ich habe wirklich nicht die leiseste Idee, wovon Sie eigentlich reden. Ich spreche davon, was wir beide gut wissen und davon, was Adam erzählt hat nach seiner Rückkehr vom Begräbnis. Adam erzählte mir von Joshs Tod. Nicht mehr. Sie meinen, er sagte nichts über die Umstände? Was für Umstände? Gibt es denn mehr, was er mir hätte sagen sollen? Aber ja, Adam wollte Ihnen ersparen, die Wahrheit zu erfahren. Oh, Mr. Cartwright, es fällt mir wirklich schwer. Mrs. Layton, sagen Sie mir, was ich wissen sollte. Als Josh starb, da war er nicht der Mann, den Sie kannten. Oder der Mann, den ich heiratete. Ich sage Ihnen die ganze Wahrheit. Josh war ein Trinker. Er trank sich zu Tode. Es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Das ging mir auch so. Bis die Schulden immer größer wurden. Und bis unsere Möbel versteigert wurden, da wurde mir erst richtig klar, er war nicht mehr er selbst. Adam hätte das sagen müssen. Vielleicht können Sie jetzt ermessen, wie die letzten Trauermonate für mich gewesen sind. Allein in einem leeren Haus. Verlassen von der ganzen Welt. Und dann kam Hoss. Er war so lieb. So verständnisvoll.
Zum ersten Mal seit Monaten fühlte ich mich wieder als Frau. Ich verliebte mich in ihn, Mr. Cartwright. Und ich kann mir nicht helfen. Ich möchte bei ihm bleiben. Ich möchte ihn so glücklich machen, wie er mich. Aber das geht wohl nicht. Oh, Mrs. Leigh, Helen, das ist ein Missverständnis. Ja, ich hatte Einwendungen. Ich wusste ja nicht. Alles, was ich will für Hoss, ist dasselbe Glück, das Sie für ihn wollen. Sie hassen mich nicht? Natürlich nicht. Wo ich schon so viele Jahre auf eine Schwiegertochter warte. Ach. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du gleich so rangehst. Na, hör mal, Horst, du weißt doch, Pa und die Dame. Ja. Ich schätze, das soll heißen, du gibst uns deinen Segen, Pa. Horst, wenn Adam zurück ist, feiern wir die großartigste Hochzeit, die Nevada je erlebt hat. Helen, das ist kaum der richtige Ort für dich. Ich weiß nicht, ob ich mit dir da reingehen soll. Was soll mir denn passieren? Du bist doch dabei. Es ist doch so heiß da draußen. Ich möchte eine kalte Limonade. Jawohl, dann mal. Pass, 10, 8, du fängst an. Ist das ein Spielsalon? Ja, natürlich. Das sind ein paar der bekanntesten Pokerspieler aus der ganzen Umgebung hier. Wirklich? Wie aufregend. Oh, und was ist das? Das ist einer von diesen modernen Spielautomaten, die fressen Silbermünzen. Ist so wie ein Kartenspiel, nur mit einer Maschine statt mit einem Mensch. Meinst du, ich könnte es mal versuchen? Sicher kannst du. Aber sei vorsichtig, es gibt nämlich Leute, die können diesen Griff nicht wieder loslassen. Ach, nein, das glaube ich dir nicht. Was die Leute sich heutzutage alles ausdenken. Hey, gewonnen beim ersten Mal. Ich habe wirklich gewonnen. Wie aufregend. Könnte ich jetzt die Limonade kriegen? Ja, ich hol sie. Hallo, Horst. Was soll es sein? Gib mir zwei kalte Limonaden. Limonade? Sagtest du Limonade? Eine für diese Lady da drüben und eine für mich. Diese Lady scheint mir, hat sich etwas verändert. Ist sie nicht schick? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Ich wünschte, ich auch nicht. Sie hat mir nämlich $20 abgenommen. Oh, Hoss, Liebling, das macht dir so viel Spaß. Hättest du vielleicht noch ein paar Münzen? Aber du hast doch gerade gewonnen. Alles schon wieder verspielt? Ich bin sicher, dass ich gleich wieder gewinne. Das weiß ich genau. Hier. Oh, danke, Liebling. So, hier zwei Limonaden, Hoss. Auf Rechnung des Hauses. Danke, Charlie. Das ist ein hungriges Biest, was? Oh, Liebling, ich war so sicher, dass ich wieder gewinne. Ich habe schon mehr gelacht als bei so einer Limonade. Hoss, könntest du irgendwas allein erledigen für eine Stunde oder so? Ja, ich könnte einiges besprechen wegen der Hochzeitsvorbereitung. Was hast du denn inzwischen vor? Naja, ich möchte noch Einkäufe erledigen. Ich gehe mit dir und mach das andere später. Oh, Hoss, weißt du, es gibt Geschäfte, die betreten Damen allein. Ja, davon habe ich schon gehört. Geh nur. Also gut, Liebling. Oh. Hoss, ich hasse es, dich um Geld zu bitten, aber... Oh, natürlich. Hätte ich auch dran denken können. Wie viel brauchst du? Nun ja, schwer zu sagen. Na dann hier. Nimm lieber alles. Es sind genau $300. Kauf dir, was du brauchst. Wenn es nicht genug ist, dann sag es mir. Ach, danke. Wo sehen wir uns? Wie wär's mit dem Drugstore? Gleich an der Ecke. Ah, das ist eine gute Idee. Und du nimmst die Pakete und legst sie in den Wagen. Und dann treffen wir uns in dem Drugstore in etwa einer Stunde. Fein. Ass. Sechs. Bube. Vier. So ersetzt. Kostet sie $100 drin zu bleiben. Ich gehe mit und erhöhe um 100. Ich fürchte, dafür haben Sie nicht mehr genug Geld, Ma'am.
Aber ich denke, ein Schuldschein der künftigen Mrs. Cartwright ist gut genug für uns. Danke. Hey! Hey, Adam! Ha, Adam ist wieder da! Hey! Nett von euch, dass ihr das alles macht. Nur wegen meiner Rückkehr aus San Francisco. Willkommen zu Hause, Adam. Fein, dass du wieder da bist. Vielen Dank für die Nachricht, dass wir den Fall gewonnen haben. Ich habe dich nicht so schnell erwartet, aber ich freue mich, dass du früher zurück bist. Ich hatte genug von der Großstadt, Pa. Wie gefällt dir denn die Dekoration? Was ist der Anlass? Nur weil wir gesiegt haben? Also das ist es eigentlich Wenn nicht. Wenn dir das Little Joe erzählt, braucht er die ganze Nacht. Hoss wird sich verheiraten. Was? Ja. Toll, nicht? Warte, bis du sie siehst. Dir fallen die Augen raus. Das ist eine richtige Schönheit. Ich erzähle ihm alles. Und du bringst Alan Pferd in den Stall und gibst dem Gaul zu fressen. Aber eins wollte ich doch... das Pferd. Pa, vergiss aber nicht die Sache aus dem Restaurant. Ja. Übrigens, kennst du die junge Frau? Ich kenne sie? Mhm. Nun sag bloß, die Kleine aus Merman Cross hat's geschafft mit ihrem Stachelbeerkuchen. Nein. Es ist Alan Layton. Josh Laytons Witwe? Ja, eine ziemliche Überraschung, was? Mehr als das. Ich war auch überrascht. Etwas ungewöhnlich so schnell nach dem Tod ihres Mannes. Ehrlich gesagt, ich habe genauso empfunden, bis sie alles erzählt hat. Die ganze Wahrheit über Josh. Was hat sie gesagt? Darüber möchte ich nicht reden. Jedenfalls lieben sich die beiden. Ah, sie hat in ihrem Leben nie etwas anderes geliebt als Spielkarten. Was erzählst du mir da? Sie hat Josh Laytons gesamtes Vermögen verspielt. Sie brachte $27,000 in einer Nacht durch, in einem Club in Sacramento. Deshalb wurde Josh zum Trinker. Mir sagte sie... Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Als ich ihn zuletzt sah, lag er im Sterben. Was hätte es da noch für einen Sinn gehabt? Josh war kaum unter der Erde. Da hatte sie schon einen anderen gefunden, der ihr Kleider und Schmuck kaufte und ihre Spielschulden bezahlte. Adam, bist du sicher? Ganz sicher. Ich muss es was sagen. Was wird er tun? Ich weiß nicht. Zumindest sie nicht heiraten. Adam, lass mich das machen. Hey, Adam, da bist du ja wieder. Hat's Pa dir schon erzählt? Dann ja, komm ja. Und sag Hallo. Hallo? Helen, ihre Schönheit raubt mir immer den Atem. Immer noch derselbe alte Schmeichler. Schön, Sie wiederzusehen, Adam. Sind Sie überrascht? Oh ja, ich bin überrascht. Also, ich muss jetzt den Wagen abladen. Reden könnt ihr noch lange genug. Hoss, würdest du Adam den Wagen abladen lassen? Ich muss was mit dir besprechen. Sicher, Pa. Worum geht's denn? Aber, Hoss, siehst du denn nicht, dein Vater möchte mit dir allein reden? Ja, aber jetzt gleich, Pa. Wenn's dir nichts ausmacht. Es ist schon gut, Mr. Cartwright. Ich gehe mich inzwischen umziehen. Das dauert länger. Oh! Was ist denn los, Pa? Hat Adam schlechte Nachrichten mitgebracht? Nun, irgendwie... Was ist denn? Es betrifft Helen. Na gut. Alles, was Helen betrifft, betrifft auch mich. Also, was ist los? Es ist nichts Angenehmes. Was ist? Was? Du kennst Helen nicht sehr gut. Raus damit, Pa. Und wenn es gesagt ist, will ich, dass du, Adam und Joe nicht mehr über Helen sprecht. Nie wieder. Na gut. Adam sagt, Helen ist... Helen ist eine Spielerin, eine besessene Spielerin. Sie hat jeden Penny verspielt, den Josh besessen hatte. Das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Und noch mehr. Josh Layton lag kaum in seinem Grab, als ich schon mit einem anderen Mann herumzog. Nur um wieder Geld zum Spielen zu haben. Pa, jetzt ist es aber genug. Ich bin noch nicht fertig.
Hoss, du kannst sie einfach nicht heiraten. Sie ruiniert dein Leben, Hoss. Sie ist schlecht. Pa, so darfst du nicht reden. Das sind doch alles nur Lügen. Adam war dort, Hoss. Er sah, wie Josh Layton sich ihretwegen zu Tode trank. Wo gehst du hin? Ich muss sofort zu Helen. Ich muss ihr sagen, was Adam hinter ihrem Rücken erzählt. Adam sagt die Wahrheit. Nein, er ist ein dreckiger Lügner. Ich wünsche ihm, dass er in seinen Lügen erstickt. Helen hat sicher eine Erklärung dafür, das weiß ich. Wer ist da? Ich bin's, Hoss. Einen Moment, Liebling. Komm rein. Ich konnte einfach nicht widerstehen, es anzuziehen. Das habe ich gekauft, als ich dich weggeschickt habe. Oh, Hoss, es gefällt dir nicht. Doch, ja. Es ist das schönste Kleid, das ich je gesehen habe. Oh. Helen, ich sollte mit dir über was reden. Oh, Liebling, ist es nicht wundervoll, wenn man jemanden zum Reden hat? Aber im Moment ist mir nicht so sehr nach Reden zumute. Nicht, wenn du mich gerade umarmst und mit diesem Kleid an. Oh. Es ist lange her, dass ich so glücklich war wie jetzt. Wenn du wüsstest, wie furchtbar die letzten Monate mit Josh waren und wie er alles so verdreht hat, dass selbst meine engsten Freunde Lügen über mich erzählten. Und dann kamst du. Und es gab kein Gestern mehr, nur noch ein Morgen. Aber die Leute werden wohl nie aufhören zu reden. Sie wollen einfach grausam sein. Sie ziehen immer alles in den Schmutz, einfach alles. Ja, ich glaube, das tun sie. Du wirst ihnen doch nicht glauben, Hoss. Du darfst nicht glauben, was sie über mich sagen. Nein. Aber egal. Was macht das schon aus? Selbst wenn es wahr wäre, würde es nichts ändern. Was war, das war. Ich möchte nicht, dass du immer daran denkst. Du bist der gütigste, verständnisvollste Mann, den es je gab. Hoss, über was wollte dein Vater mit dir reden? Nichts Wichtiges. Vergiss es. Nun, Hoss. Ich weiß. Du und Adam, ihr meint es gut. Und tut mir leid, ich verlor die Beherrschung. Ich wollte nicht sagen, dass Adam ein Lügner ist. Vielleicht ist sogar was Wahres dran an dem, was er gesagt hat. Aber unabhängig davon, Helens und mein Leben hat jetzt erst angefangen. Was gestern war, ist vorbei. Und ich möchte auch nichts mehr davon hören. Das Glück deines Bruders steht auf dem Spiel. Pa, meinst du, mir ist das nicht klar? Du weißt doch, was für eine Art Frau sie ist. Was für eine Art Frau sie war. Das ist ein Unterschied. Vielleicht hat Hoss recht. Menschen können sich ändern. Pa? Ja, Joe? Frank möchte dich sprechen. Ah, Frank, was führt Sie denn hier raus zu uns? Mr. Cartwright, Adam, guten Tag. Hat etwa einer meiner Söhne mein Geld verspielt? Nicht einer Ihrer Söhne, Ben. Ich bin Geschäftsmann wie jeder andere auch. Ich habe ihn akzeptiert in der Annahme, dass Sie ihn einlösen werden. Glaubst du mir jetzt endlich? Ich wünschte, es wäre nicht so viel. Nur in meiner Lage kann ich $5,000 nicht einfach vergessen. Mir tut leid, was passiert ist, Ben. Und weil ich dachte, dass die Sache besser unter uns bleibt,
bin ich hier zu Ihnen herausgekommen. Danke, Frank. Danke vielmals. Wollen Sie nicht nachzählen? Das muss ich nicht nachzählen, Ben. Na? Jetzt haben wir ja was in der Hand, um das Haus zu zeigen. Nicht ein Wort davon, was du gesehen hast. Von keinem von euch. Also schreibt das ab. Er denkt eben nur an Hass. Wir müssen etwas unternehmen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ein neuer Beweis muss her. Auch wenn's Hoss trifft. Besser als zusehen, wie Pa sich damit rumschlägt für den Rest seines Lebens. Du hast recht. Also, was machen wir? Wo fahren wir hin? Virginia City. Virginia City, warum denn das? Ich hörte von Ihrem kleinen Missgeschick im Sazerac gestern Nachmittag. Oh, Sie meinen die verrückte Geldmaschine, war das nicht schrecklich? Nein, ich meine den Schuldschein über 5000 Dollar. Frank hat ihn Paar gestern Abend präsentiert. Wovon reden Sie überhaupt? Von Ihrem verlorenen Spiel. Paar hat Ihre Schulden bezahlt. Und nun wollen Sie mich also rauswerfen, um Ihren Bruder zu beschützen, richtig? Nein, das ist falsch. Hoss hat damit nichts zu tun. Was haben Sie dann vor? Ich bringe Sie wieder in Sazerac. Ich gebe Ihnen die Chance, die 5000 Dollar zurückzugewinnen. Sie meinen, Sie setzen auf mich? So ist es. Adam Cartwright, ich mag Ihre Art zu denken. Die 5, die 10, Ass und noch eine 10. Ihren Einsatz bitte. Ihre 100 und noch 100 dazu. Letzter König. Das genügt. Setzen Sie, Sie haben die höchste Karte. Uwe, Ihren Einsatz bitte. Ihre 100, ich gehe mit. Und noch einmal 100. Zwei Asse. Zum Teufel, ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich hierher zu bringen. Mrs. Layton, der nächste Einsatz kostet Sie 100 Dollar mehr. Karten, Mrs. Layton? Ich komme mit diesen aus. Schlagen Sie ein Pickflash, Ma'am? Wie viel hat sie verloren, Adam? Na, mal sehen. 5? 10? 15? 20.000 Dollar. Keine Sorge, was ich bezahle. Ich habe sie alle unterschrieben. Tut mir leid. Hoss, wir haben es doch für dich getan! Was gibt, was mich abstößt, sind es gewaltsame Auseinandersetzungen. Sie halten es nicht für möglich, aber das ist genau auch meine Meinung. Ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt wäre, Sie zu bitten, mich von ihr fortzubringen. Aber meine Teuerste, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Darf ich Sie vielleicht zum Dinner einladen? Dinner? Oh, das wäre wunderbar.
Ich könnte mir nichts Angenehmeres vorstellen als Ihre Gesellschaft. Pa, glaubst du, Joe und mir hat es Spaß gemacht? Es ging einfach nicht anders. Ich weiß, ihr habt es gut gemeint. Vielleicht ging es nicht anders. Hoss ist der Einzige, der das entscheiden kann. Ihr Faulpelze, ihr sitzt rum, als gäb's nichts zu tun. Vielleicht helft ihr mir gefälligst.